nächster, bam, bam. Also auch hier gibt es eine Chatfunktion, einmal für den Raum. Wenn man dann in einer Gilde drin ist, in einem Clan, hat man noch einen Clan-Chat, der über alle Channels und über gesamten Server läuft. Also man kann mit allen Kontakt halten, man kann private Nachrichten austauschen, man kann private chatten. Alle Funktionen sind soweit vorhanden. Also es ist eine richtige Community entsprechend. Genau. Eine sehr starke Community, muss man sagen. Hast du Zahlen parat in etwa auf dem deutschen Server zum Beispiel, wie viele tausend Spieler sich da so tummeln? Oder überfrage ich dich da jetzt gemeinerweise? Rattert's Gebälk? Also, es sind einige. genaue Zahlen liegen mir jetzt. Habe ich jetzt nicht vorbereitet. Aber ich habe bisher noch keinen Tag und keine Stunde, egal ob tagsüber die Sonne scheint oder nachts der Mond am Himmel steht, gefunden, wo ich keine Runde zum Golf gefunden habe. Also Golfer sind 24 Stunden, 7 Tage die Woche an Weihnachten, Silvester unterwegs. Da freut sich die Frau oder der Mann, wenn unter dem Weihnachtsbaum Golf gespielt wird, um Gottes Willen. Auch die Spielfigur knickt ein. Schade, schade. Ja, wenn es dann zur Bescherung reißt, macht schneller, ich muss schlagen. Und wieder ein Birdie, ein unter Paar. Ein Überpaar. Hier sehen wir ein Paar. Also minus 1, 0, plus 1. Wir liegen im Soll. So, am Zwischenstand hat sich nicht viel geändert. Die Positionen sind nach wie vor gleich. Du korrigierst mich, wenn ich was Falsches sage. Ja, wenn ich das jetzt soweit richtig sehe, haben wir immer noch den Tetro vorne. Platz 2 und 3, da muss ich mal kurz rüber gucken. Es scheint, sagt noch Heimi, gibt er gleich zu, es scheint Gleichstand zu herrschen im Moment zwischen Platz 2 und 3. Da ist Gleichstand, ja. Ein enges Match. So, hier geht es direkt an den Wohnhäusern vorbei. Warum nicht? Fast aufgehört. Auf welche Entfernung kann man denn wie genau den Ball spielen? Wir haben ja vorhin beim Event hier den Longshot-Event ausgespielt. Da war das weiteste, was wir hatten, 310 Yards. Zum Teil von Anfängern. Jetzt waren es hier reichlich über 400. Was sind denn so Entfernungen, bis wohin es ganz gut kontrollierbar ist? Gut kontrollierbar, ich sag, wow. Auch die 450 Hertz können kontrollierbar sein für das Level. Ich sage, helf mir, hier sitzen so viele schon online unter uns. Bis wann sind Schläge kontrollierbar? Bis wie viel Yards? 600 höre ich. Vielleicht können wir auch einfach nachschauen. Ich springe mal einfach zu unserem Spanner, oder? Can I see your personal records, please? The info for the longest shot. The infos for the longest shot. So, on Tetro 2 has a longer shot from 604 yards. 640 yards, 640. Respekt. So, knapp am Jubel vorbei. Das wäre ein Ding gewesen. Wieder eine klasse Annäherung ans Loch. Das könnte einem die Pros richtig gut zeigen. Den Ball schön nah ans Loch legt, dann ist das Birdie einfacher. So wurde es mir mal erklärt. Schüttel mir zu da hinten.
so, das sieht nach klaren Verhältnissen aus, was dieses Loch betrifft. Aber ich lasse mich gerne überraschen und eines Besseren belehren. Ja, gerade ist was anders. Doch, auch aus der Entfernung. Kein Problem. Klasse. Das heißt, wer näher dran liegt am Loch, hat nicht zwingend schon gewonnen. Nein. Sondern auch hier gibt es ein In. Und dann vermute ich mal, dass das hier auch nicht schief gehen wird. Wunderbar! Tetris 2 hat seine Führung weiter ausgebaut. Kann ja bald aufhören. Na ja, na ja. So, just for us, how important is concentration? I don't know, yeah. Yeah, I mean, fun here. So, when you play seriously, shot online, do you switch off the telephone and lock the door? Normally, I'm playing at the same time. I'm on Skype with my girlfriend or I'm doing more things at the same time. Okay, also nebenbei ganz entspannt Golf spielen und das offensichtlich auch noch erfolgreich. Also man muss sich nicht wegschließen, um gut zu sein. Nein. Wie man sieht, das interessierte Fachpublikum, also unsere ganzen Shot-Online-Spieler, die auch heute da sind und die Spieler hier kräftig unterstützt haben, die Fankurven sind also alle da. Alle schauen sich gewandt auf dem Bildschirm, sind am Diskutieren, ist der Spin richtig eingestellt, wie ist das Wetter, passt das alles so? Also die grübeln selbst wieder, obwohl sie gar nicht am Spielen sind. Ein Schlag von 266 Yards und der Ball bleibt wie tot liegen. Unsere Profis. Also wenn er schnell liegen bleibt, ist gut. Wenn er noch ewig kullert, war ich nicht so gut. Auf diese ganzen Fragen kann ich eigentlich immer nur mit Jein antworten. Das ist ja nicht schlecht, denn das bedeutet ja, dass es komplex ist und dass man sich ein bisschen Mühe geben muss. Das auf jeden Fall. Wenn man sich verbessern möchte, dann kann man sich mit dem Spiel auch wirklich stundenlang auseinandersetzen. Stundenlang für die Basics, monatelang für Weiterführende, um das alles auszubauen und jahrelang zur Weltspitze zu kommen. Auch hier sanfte Annäherung. Ich finde es ja wirklich erstaunlich, wie entspannt die Spieler sind. Vorhin das Finale von Ace Online ausgetragen, da war natürlich Action angesagt, da saßen die Spieler oben konzentriert mit Schweißperlen auf der Stirn. Das ist tatsächlich ein Entspannungsspiel dann. Ja, also hier sind die Spieler wirklich mit sehr viel Freude dabei, Spaß, wenn mal was nicht funktioniert, gut, okay, wenn mal ein Schlag daneben geht. Dann schmeißt man mal kurz den Monitor aus dem Fenster. Genau, dann ist dann aber auch wieder ruhig.
nimmt einfach den nächsten und spielt weiter. Jawohl. So. So, jetzt geht's hier leicht bergab und dann auch noch so ein Stückchen nach rechts. Auch da wieder eine Frage, wo du vielleicht Jein sagen wirst, was ist einfacher, bergauf oder bergab? Bergauf Putt. Beim Putten bergauf, ich denke, das werden wir alle schon ohne Spieler soweit bestätigen können, oder? Oder gibt es hier jemanden, der bergab Putts liebt? Glaube ich nicht. Also bergauf Putten, da, das ist besser wie bergab. Für so ein paar Wörter, man hat es gerade bei Heimi gesehen, kann man sich auch Chat-Makros setzen. Irgendwie zum Beispiel, wenn der Ball nicht dort herläuft, drückt ihr einfach eine Taste, habt sofort Unlucky oder Schade dort stehen oder je nachdem, was ich eingegeben habe. Was dann entweder die Effizienz beim Kommunizieren fördert oder aber die Faulheit zum Tippen. Ja. Aber warum nicht? Mehr Zeit fürs Golfen.